Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, ich hatte die Schafe, habe ich das letzte Mal wieder geholt. Die sind einfach irgendwie abgehauen, irgendwie hier unten oder so. Und jetzt habe ich sie wieder, hat ein bisschen ercheatet mit den Eiern, aber ja, die wieder aufzulesen, eins ist dort hinten, eins ist dort drüben oder so. Nee, wollte ich nicht, dann habe ich kurz ein bisschen gecheatet, aber für mich ist das nicht schlimm. Ich hoffe es für euch auch nicht. Es ist ja nur zum Wiedergutmachen. Und das ist gelungen. So, ich brauche Holz, 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 ich brauche Holz. Wir machen heute, ja, erkunden ist wieder auf dem Plan. Ich muss unbedingt ein Waldbiom finden für die erste Stadt. Sonst machen wir was beim Strand, der hier oben, links oben ist, also in dieser Richtung, und ja, verzögern halt das Projekt, aber ich möchte unbedingt anfangen mit einem Hausprojekt oder so, und das will ich am besten in der Nähe von der Stadt machen, damit wir nicht so viel teleportieren müssen. So. Wir machen jetzt mal Carpenter-Blöcke zuerst hier. So. Haben wir noch ein paar mehr. Dann lagern wir die mal ein bisschen hier hin. Hier haben wir noch Carpenter-Blöcke. So, 64 haben wir schon mal. Und jetzt schauen wir nach, ob es Weizen gewachsen ist. Ein Weizen ist gewachsen. Wir brauchen einen Riesengarten, das müssen wir noch merken, uns merken. So, das ist noch nicht gewachsen. Lol, ein Wing genau, zwei Wingua. Ist das ein... Das ist ein Boss? Ah, das ist ein blaues Boss. Und hier ist ein Riesen-Onyx. Oh. Cool. Ja, es ist voll gewachsen. Drei. Sehr schön. Wer hat jetzt noch Hunger? Die Schafe, die Hunger haben, kommen jetzt zu mir. Und ein neues. Sehr schön. So, was könnten wir denn noch machen? Ja, den Wald roden. Könnten die noch roden? Der ist gewachsen, sehr schön. So, und so. Es gibt noch relativ schönes Holz, so gräulich, gelblich, so. Und die geben ja die pinken. So, machen wir noch hier ein bisschen Platz für neue Bäume. Haben wir das? Ja, jetzt sind die schon wieder gewachsen. Wieso geht das so schnell? Aha. Ich dachte schon, ich habe das Schwert weggepackt oder so. Ja, toll. Muss ich schon einsammeln. So, die wachsen ja so schnell, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wurde das geändert? Wir können hier noch den Jungle-Setzling hinsetzen und irgendwie kann man die Gersten zu Gerstenmehl.
Okay, das geht. Sehr schön. So, hierhin. Ja, jetzt werden wir ein paar so Dinge machen. So. Haben wir noch mehr von denen? So und so. Haben wir sehr viele gemacht. So, dann machen wir ein paar zu Treppen. Gut. Alle mal hierhin tun. So. Sehr schön. Und die hier. So. Stöcke. Noch mehr Karten. Ich übertreibe ein bisschen, aber das ist gut so. 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 Und so. Und jetzt diese Backen. So, dann haben wir hier gebackene. Die so hin. So, und den Hammer holen. Der Hammer ist hier. Der Hammer ist hier. Der Hammer ist hier. Wenn wir ein paar Pokébälle herstellen. Und hier ist ein Baum aufgeploppt. Hier oben. Werden wir mal. Ja, das reicht eigentlich. Mehr brauchen wir momentan nicht. 6 haben wir, gut. Metall. Knöpfe. Ja, toll. Ein Knopf haben wir. Stein. So. 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 Haben wir 3 Pokébälle. Und die restlichen werden wir dann später benutzen. Ah ja, haben wir hier noch einen Großball. Hellball, nein. Oh Gott, sind die groß geworden. Ich brauche Holz, Holz, Holz. Hier wächst schon mal ein neues. Gut. Das kleine. Hier geht irgendwie. Ah, wegen dem Hammer. Ich will nicht den Hammer benutzen. So. Gut. Ah, das Weizen ist gewachsen. Cool. Haben wir recht viel von dem Weizen. Und jetzt Füttertime, wenn es geht. Ja, es geht schon wieder. Und irgendwie die spawnen. Ah nein, die hier sind sie. Ist nicht gut, wenn die spawnen würden die ganze Zeit. Also wir brauchen rote Wolle. Da können wir doch irgendwo die roten Rosen holen.
Ach komm. So. Rote Ding, damit die wachsen, habe ich den mal weggemacht. Rote. Obwohl, hier und hier nehmen wir mal 4. So. Also die 2 und diese 2. So, dann wenn wir blaue haben, wir haben blaue, brauchen wir blaues überhaupt? Ja, wir bräuchten schon eigentlich blaue. Gelbe brauchen wir nicht so. Die können sein. Kann man Hasenglöckchen zu blaue Farbe machen? Ja. Aber die werden wir nicht verwenden. Wir werden Ding benutzen. Lapis Lazuli. Dafür ist das eigentlich nur da. Können eigentlich das so gleich umfärben. Also 2 müssen sein. Dann werden wir die kleinen zu blauen machen. Oder die 2. So. Ein großes und ein kleines. Gott, oh Gott, sieht das aus. So, das haben wir. Das haben wir. Jetzt die Bäume pflanzen. So, und jetzt gehen wir wieder ein bisschen erkunden. Zuerst einmal möchte ich ein paar Pokémon fangen und zweitens will ich ja das Gebiet endlich finden. Ja, vielleicht ein paar Waypoints machen dort oben. Ich weiß nicht, wie stark die Rock'n'Rollers sind später, aber ich lasse die mal. Wenn sie stark sein würden, dann... Ja, das könnte ich eigentlich dann mal nachschauen. Ich hoffe, mit Knochenmehl kann man diese Blumen herstellen, damit wir die als Dekoration nehmen können. Ich nehme die mal mit hier. So, 1, 2, 3. Auch wenn sie ein bisschen verpixelt sind durch die schlechte Auflösung, sehen sie noch recht schön aus. So, was haben wir auf dieser Insel? Klang. Ich glaube, die heißen Tick. Und die Großen heißen Tick-Tack. Ah, das ist Tick-Tack. Das sind die Großen. Okay. Ja, die Neuen kenne ich halt nicht so. Ich schaue immer wieder Let's Plays, zum Beispiel von Domtendo oder von Suiguraru. Kenne ich nicht. Kann den Namen nicht aussprechen. Ja, vor allem der eine, der halt riesen Pokémon-Fan ist. Suirimaru heißt er oder so. Und, ja, von anderen manchmal auch noch. Mal schauen, wie Ding ankommt. Wie heißen sie? Alpha Rubin, Alpha Saphir und Omega Rubin, genau. Ah, das nimmt mir Wunder, wie die gut ankommen. Ich denke schon recht gut. Weil Soul Silver und Half Gold waren ja recht beliebt.
Diese Krabbe hier. Oh Gott, wir haben nicht geheilt. Diese Krabbe hier möchte ich. Back, Pokéball, Pokéball. So, schaffen wir das? Komm, wir fangen den. Ja, wir haben ihn. Können ihn gleich einsetzen. So, mal schauen, wo gibt es hier einen guten Gegner? Totodil. Den können wir niemals fangen, der ist extrem schwer zum Fangen. Da brauchen wir ein bisschen mehr Chancen. Wir können gegen Alberg kämpfen, aber das schaffen wir nicht. Der ist schon Level 18. Da hat er auch mehrere Pokémons. Ein Netzball, aha. Hier am Strand scheinen sehr viele Pokébälle zu liegen. Das sah ich schon das letzte Mal. Level 26. Ein Level 14er. Komm, den schaffen wir. Also der erste Trainer. Kampf. Wir haben Weitstrahl. Rock Blast, komm. Ja, leider zu schwach. Komm. Auch wenn wir nicht wahrscheinlich mit einer Wasserattacke down sind, wenn wir trotzdem angreifen mit dem Azit. Ah, das ist Gift irgendwie. Na, jetzt sind wir verwirrt. Oh Gott, wir haben verloren. Nicht gut. So, Magnitude, sehr schön. Growl, das ist auch eine Verteidigungsattacke. Gleich machen Magnitude und Tod. Sehr schön. Ja, Einstein, unser stärkstes Pokémon jetzt, hat 2 besiegt, sehr schön. Und jetzt können wir gleich mal Geodude weiter einsetzen. Okay, hier ist ein ganz langer Strand mit noch einer Ruine, wie ich sehe. Ah, tut es gut, wenn man so Ruinen plündern kann. Ja, es ist noch eine. Eine Dschungelruine. Schauen wir die mal an. Aber die ist wieder mal im falschen Ort offen. Wo ist der Eingang? Hier, ah nein. Okay, scheint, als ob der Eingang hier sein. Ja, hier ist er. Hier hinten. Ich habe einmal, glaube ich, hier hinten eine Schatztruhe bekommen und will jetzt immer hier hinten schauen. Ob. Ja. Ob die Truhe noch da ist. So. Ich muss jetzt hier durchgehen. Okay. Hier. Ja, hier. So, was können wir denn ablegen? 20 Dollar, 10 Dollar. Baumwollsamen. Das Brot müssen wir auch nicht haben. Also, oh, 3 Diamanten. 3 Diamanten. Verrottetes Fleisch. Okay, das reicht. Gehen wir wieder nach draußen.
und erkunden weiter. Machen wir hier mal Dschungeltempel. Dschungeltempel haben wir nicht noch einen gefunden. Das ist der Spawn. Ah, da haben wir eins gemacht. Können wir das umbenennen? Ja, lassen wir das Dschungeltempel 0. Und machen dann mit Dschungeltempel 2 weiter. So, hier scheint langsam wieder die Wüste zu kommen. Wir brauchen einen Flug-Pokémon unbedingt. Ein Flug-Pokémon ist zwar recht häufig im Team, aber das kann ich trotzdem holen. Oh, hier ist schon wieder so ein blödes Bergbiom. Hier ist die Wüste. Gegen einen Muschus will ich nicht kämpfen mit meinen Stein-Pokémons. Ich habe alle Stein, also Erde habe ich. Und ich weiß nicht, ob das auch Stein ist oder auch Erde. Da bin ich nicht so bewandt. Hier ist ein Shiggy. Ja, toll. Muss ich jetzt übers Wasser? Also dann werden wir mal ein Boot machen. So. Und die Erde weg. So. Dann gehen wir mal hier entlang. Was ist das? Ein Lantern. Ja, das ist ein Lantern. Okay, hier bringt es nicht weiter zu gehen. Wir gehen nach Norden. Irgendwo finden wir dann schon einen schönen Wald, aber das ist natürlich sehr, sehr selten. Hier haben wir Wald. Ist das ein Wald? Ah nein, das sind ganz normale Bäume. Sie sehen so grün aus, dann dachte ich, das ist ein Wald. Aber das gehört alles hier zum Bergbiom. Okay, dann gehe ich mal geradeaus hier und trinke mal kurz was. Ah, das geht schlecht. Ah, ich schwimme sowieso weiter. So. Oh, Land in Sicht. Wir erkunden die Meere, die sieben Weltmeere. Und finden aber nichts weiteres als die gleichen Biome die ganze Zeit. Ja, das ist schlecht bei Megabiome. Das ist sehr schlecht. Okay, hier ist nichts. Hier ist ein großer japanischer Kirschblütenbaum. Und hier ist wieder Wüste. Immer die gleichen Biome. Nie, wirklich nie richtige Biome. Das ist blöd. Oh, Lapras-Schwamm. Sehr schön. Hallo, Lapras. Geht's euch? Eine Wüste, eine große Wüste. Ich werde hier mal auch wieder einen Teleporter hinmachen. Komm. Ich möchte das Ding schon haben. Das Boot. Ich habe doch irgendwas fallen gelassen. Ist das der Erdklumpen gewesen? Scheinbar schon.
Das Boot ist... Ah, das Boot ist hierhin. Ich dachte, das ist gedroppt. So. Nord, West. So. Und zurück. Ah, kann man nicht. So, weiter jetzt. Okay, hier ist auch wieder eine Insel, die ist wahrscheinlich auch Bergbiom oder so. Oder einfach vom Ozean, meine ich. Eine Insel. Wie weit sind wir im Norden? Ja, gar nicht so weit. Und hier wurde irgendwas nicht richtig gepixelt, aufgedeckt. Ah, hier ist wieder Dschungel. Und hier geht es wahrscheinlich nicht weiter nach rechts. Ja, das wird noch ein bisschen hartnäckig, bis wir so ein Biom finden. Ja, hier geht's tatsächlich nirgends durch. Oh gut. Ja, das habe ich mir so gedacht. Also, dann werden wir hier mal ein bisschen erkunden und gehen dann zurück. Ein Ultrigaria haben wir, ein Tropia. Wohin genau? Okay, die Wüste fängt jetzt hier schon an. Ja, wollen wir einen Dschungel, ich weiß nicht, im dritten Teil, in der dritten Generation gab es so eine Stadt im Norden, die ein bisschen nach Dschungel aussah, aber ich kenne sie nicht mehr. So etwas Ähnliches können wir schon bauen. Habe ich irgendwie nicht so Bock. Weil halt alles aus Holz ist. Und eigentlich wollen wir ja Wolle, eine Stadt aus Wolle und so weiter machen. Ja, Stick 3. Okay. Gehen wir mal nach Norden hier. Hier haben wir noch nicht aufgedeckt. So. Degle. Degle. Was ist das? Ein Sichler. Und ein Rassaf. Aha. So, und ein Arbok ist hier. Wieso Char? Das ist doch ein A. Ein gelbes Sea King. Man sieht die Level leider nicht. Aber es müsste so Level 32, 33 sein. Es ist nämlich so 10, 20 Level höher. Oder 15 Level höher als das höchste Pokémon, das wir haben. Und später sogar noch mehr höher. Ich hatte ein Level 67er Pokémon gehabt auf dem Server noch damals, als es noch bei Pixelmon war. Und ja, dort war einer Level 132 und 100 Level
128 und das ist schon heftig, also der Abstand vergrößert sich immer mehr. So, gehen wir mal nach Norden, einfach alles nach Norden. Sind wir eigentlich rechts, ja, links daneben wieder. So. Diglidi, diglidi. Ein Magma. Das war einer meiner Lieblings-Pokémon der ersten Generation. Aber später sind dann andere geworden. Zum Beispiel Entei. Den mag ich sehr. Und aus der dritten Generation war es. Was ist das so Feuer? Ah, Mag. Wie heißt das große schon wieder? Ja, diese Schildkröte. Die große Schildkröte. Und die vierte Generation hatte ich nie. Außer Bloody Platin habe ich da die nie gespielt. Und oh, ein Schneebium. Die fünfte Generation habe ich nur im Let's Play gesehen. Ja, weil ich nur ein SP hatte. Ein Game Boy Advance SP. Und sonst nichts. So. Oh, hier ist einer der neuen. Sigliff. Schnee. Oh, also da kann man eine schöne Stadt bauen an diesem Fluss. Richtig geil. So, Dele. Das haben wir. Jetzt mal frei machen. Das zum Beispiel. So. Die Dollar könnten wir eigentlich auch hier reintun. So, Dele. Gut, machen wir den hier hin. So. Jetzt, Weizen haben wir nicht. Die Schere haben wir. Die Schere brauchen wir, ja. So, aber wir müssen dann zuerst das Fell wachsen lassen, bevor wir sie dann weiter züchten. Sonst gibt es Mischfarben. So. Okay. Hier haben wir noch Meizenkörner. Hier haben wir Beeren. Und jetzt machen wir hier weiter. Wir fressen immer einen Teil. So, oder? Ja, die brauchen wir jetzt nicht zu fällen. Wir machen hier diese hin. So. Gut, also hier haben wir die Blöcke. Kaben der Blöcke. Und jetzt, ich muss noch was testen. Wir nehmen die hier. Und tun wir hier so hin. So nicht, so nicht. Kann man die nicht aufteilen? Luke. Die muss man schon fast mit dem Meißel machen. Oder mit dem Hammer. Mit dem Hammer muss man die klein machen.
Ich will kurz schauen. So. Ich möchte die... Ja, man kann sie halbieren. Sehr schön. Ich nehme mal den Stein. Oder den hier. Das sind gemeißelte Steinziegel. Die möchte ich nicht. Ich möchte den normalen Stein. Das Pflasterstein. Hä? Wir hatten doch erst Steine gehabt. Wo haben wir die Steine hingetan? Na toll. Wir haben doch erst gehabt. Ah, hier unten. So. So. Umenden. Also so wäre nicht schlecht für ein eine Wand, Fabrikwand oder so. So. Ja, so eher nicht. Eine Straße möchte ich haben. Ja, die werden sich wahrscheinlich nicht verbinden lassen. Ja, es ist halt schwer. Es gibt nicht so viel Auswahl. Ja, das sieht eh nicht so gut aus. So. Also, hierhin. Hierhin. So, Eisenhammer brauchen wir hier nicht. Die Schere nehmen wir mit. Jetzt holen wir noch ein bisschen Obsidian. Und werden dann eine Ding herstellen. Einen Zaubertisch, genau. So. Die wachsen irgendwie hier nicht. Komischerweise. Oh, sorry. Ja, ist doch gar. Ja, wir müssen Ding holen. Obsidian holen. Dazu müssen wir hier wieder runter. Und zu einem Obsidian-Vorkommen. Da ist schon Obsidian. So, machen wir das mal. 4. Wir gehen noch in den Ding, in den Nether. Dann brauchen wir 18. Oh, das geht lang, leider. Reden wir ein bisschen über Pokémon. Ja, also die erste Version, die ich gekauft habe, ist die blaue gewesen, dann die gelbe, dann die goldene, dann die kristallene, dann die Rubin-Version, dann die feuerrote Version und dann habe ich keine mehr gekauft selber. Habe sie eben geschaut oder ja einfach mitbekommen. Ah, ja, jetzt stimmt. Darum geht es nicht. Ach Gottchen. Das habe ich wieder gedacht. Also, ja, und die beste, für mich die beste, war die Kristallversion. Finde ich am besten. Da gab es richtig viele Pokémon zu fangen. Die Effekte waren, also die Animationen waren halt da, Oberpro. Und da die Pokémon sich im Kampf schon bewegten. Und ja, halt der Kampfturm war damals schon da. Oder ich weiß nicht, ob der damals schon so hieß, aber es war auch ein Turm, wo man gekämpft hat. Und ja, schon gegeneinander gekämpft haben. Und dort habe ich mein erstes Shiny gefunden.
Das war. Was war mein erstes Shiny? Also in der Gold-Version habe ich natürlich das Gyarados schon gefunden. Aber in der Ding-Version, in der Kristall-Version habe ich das erste Shiny gefunden und das ist ein recht starkes Pokémon gewesen, aber ich weiß nicht mehr. Ah ja, ein Zubat, ja. Oh, ich hatte das geliebt. Ein Kollege von mir hat das erste Mal ein X-Bat dann gesehen, bei mir, und dann gleich noch ein Shiny, der war so extrem überzeugend, also der war so extrem ja, happy. Und der wollte das Ding unbedingt, dann habe ich ihm gesagt, ich schenke es dir, wenn ich ein zweites Shiny finde. Oder er ein Shiny findet und es mir dann gibt. Und dann hat er wirklich dann 2 oder 3 Monate leider erst später, aber dann hat er eins gefunden. Das war ein Pummeluff, glaube ich. Ja, es war ein Pummeluff. Und das habe ich dann bekommen und dann habe ich nochmals eins gefunden. Kurz darauf habe ich noch eins gefunden und habe ich es ihm wieder zurückgegeben. Und dann hat das richtige Suchen angefangen. Dann haben wir jeden Grasfleck haben wir erkundet. Und ich habe dann ungefähr 6 weitere gefunden aus den Rubin-Versionen. Das erste Mal, als ich es angeschaltet habe und ein Pokémon ausgewählt habe ich Hydropi ausgewählt und es war sofort ein Shiny. Und ich liebte dieses Shiny, auch wenn es irgendwie rosarot oder violett war. Vor allem eine recht grässliche Farbe hatte. Ich liebte das Shiny. Es war mein besonderes Shiny und ja. Schade, dass ich diese Version nicht mehr habe, aber ich habe es noch drauf. Also wenn ich die Rubin-Version nochmals finde, dort ist sie immer noch drauf und ja, mein Stolz. Dann habe ich noch ein Stolunior gefunden, Shiny. Das hatte blaue Augen, so ein Orange, oder hatte orange Augen und statt blaue oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Version stimmt, aber es war richtig schön. Ja, ich glaube, es war orange Augen. Oder rote Augen. Eins von beiden. Ja. Und überhaupt von den Shinies her war ich dann richtiger Fan von Pokémon. Ich bin immer so Multi, also ich spiele immer sehr viele Games auf einmal und ja, Pokémon war wirklich mein Langzeitfavorit. Neben Zelda und manchmal auch Mario oder Donkey Kong. Oh, ich liebe Donkey Kong. Oh, wir haben schon eins. Okay, gut. Haben wir das. Das ging schneller, als ich dachte. So. Jetzt machen wir noch das Portal. Aber zuerst den Zaubertisch. Hier meine ich. 4. Ein Buch möchte ich noch. Haben wir ein Buch? Wir haben auch kein Leder, gell? Schade. Ah doch, wir haben ein Buch. Ah ja, wir waren ja in der Stadt und im Dorf und haben dort eins Bücherregale gekloppt. Zerkloppt, meine ich. So. So und so. Und so. Gut, Zaubertisch haben wir. Machen wir den Zaubertisch hier oben. So, jetzt können wir mal schon mal verzaubern. Level 1. Ja, Schärfe 1. Und hier können wir so hoch gehen wie möglich. Effizienz 2. Sehr schön. Hey, wir haben Glück gehabt. Wir haben riesen Glück gehabt. So. Ja, da machen wir das nächste Mal weiter. Und wir haben einen Rhinoceros. Ein Rizeros, glaube ich. Ja, Rizeros. Stimmt. Im Garten, im Gehege. Okay.
Ja, also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pixelmon, Pixel Pokémon, Poképack und ja, mit den Challenges und dem schönen Bauen und alles Mögliche. Und ja, wir können hier noch kurz diese gewinnen. Ja, ich hoffe, es macht euch schon Spaß. Und natürlich kann ich noch viel verbessern, aber das wird auch kommen. Ich weiß schon, was ich so für Probleme noch habe. Ein bisschen spannender machen, also es wird sich alles noch verbessern, kein Problem. Aber das braucht noch einige Zeit. Zuerst muss ich mir einstimmen. Nein. Zuerst muss ich einfach noch ein bisschen mehr Konzentration haben und sowas was. Und dann wird das auch schon besser. Und beim Bauen, da bin ich sowieso sehr gut. Wenn ich da wirklich Lust habe daran, dann wird das auch sehr gut gehen. So, also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Bye.